Hallo meine Lieben, heute reden wir über chemische Reaktionen im Haushalt und weil wir ja noch gar nicht wissen, was chemische Reaktionen sind, zeigen wir euch heute einfach mal eine. Wir führen das Brot ordnungsgemäß in den Toaster ein, drehen den, wie sich das gehört, auf volle und stellen fest, dass der Strom noch nicht eingeschaltet ist. So, meine Lieben, Essen ist fertig. So, wir haben zwar kein Silvester, aber für die Wissenschaft. Bei beiden Beispielen werdet ihr sicher festgestellt haben, dass sich die Eigenschaften der Stoffe geändert haben. Und genau das ist der Inbegriff der chemischen Reaktion, denn die ist ein Vorgang, bei dem aus vorhandenen Stoffen neue Stoffe mit neuen Eigenschaften entstehen. Und die Stoffe, die vor der Reaktion da waren, nennt man Ausgangsstoffe und die Stoffe, die nach der Reaktion vorhanden sind, sind die Reaktionsprodukte. In Abgrenzung dazu noch eine weitere Definition. Es gibt auch Vorgänge, die keine chemischen Reaktionen sind und die nennt man physikalische Vorgänge. Bei diesen behalten die Stoffe ihre Eigenschaften und sie ändern aber ihren Zustand, zum Beispiel ihre Form oder den Aggregatzustand oder sie werden beispielsweise vermischt. Dazu gibt es jetzt noch eine kleine Übung. Im Anschluss werden wir euch noch 5 Videos präsentieren und ihr sollt entscheiden, ob die 5 Vorgänge in der Tabelle eine chemische Reaktion sind oder nicht. Also jetzt bitte das Video pausieren und die Tabelle in den Hefter übernehmen und ausfüllen. Viel Erfolg! Jetzt schauen wir uns noch ein Experiment mit einer Kerze an und dazu zünden wir sie zunächst an. So, jetzt halten wir hier ein Becherglas drüber. Das dauert ein bisschen, wir müssen ein bisschen Geduld haben. So, jetzt denke ich, sieht man schon, dass in dem Becherglas das trübe wird. Und wenn ich mit meinem Finger hier reinfasse, dann merke ich, das ist ja feucht. Jetzt drehe ich mal das Becherglas rum und halte mal das Becherglas unmittelbar über die Kerze. Vielleicht kennt ihr das ja am Boden des Becherglases, an meinen schwarzen Fleck. Jetzt haben wir einen Teil des
Kerzenwachses in einen Löffel gelegt und darunter die brennende Kerze gestellt. So, jetzt machen wir die Kerze aus. So, wir werden etwas Tee aufgießen. Ein wunderbarer Pfefferminztee. Und die Frage ist, wenn wir den Zucker im Tee auflösen, was passiert da eigentlich? Ein weiteres Experiment. Eine Brausetablette wird ins Wasser geworfen und wir beobachten. Und wir halten ein Streichholz in diesen Erlenmeyer-Kolben. Und das ist keine Zauberei.